Und dann habe ich wieder nur Duos und Trios gespielt und dann irgendwann habe ich gemerkt, so, ja, okay, aber selbst wenn ich Duos oder Trios spiele, kann ich sterben, so easy. Ach, Kacke. Weil es teilweise noch schlimmer ist, weil die Leute mich erschießen, die Leute falsche Calls machen und so Sachen. Also habe ich einfach gemerkt, so, okay, Spiel Solo. Kann auch als Solo gegen ein Viererteam gewinnen oder ein Trio oder ein Duo. So, ne? Also, da traue ich mir das. Habe ich jetzt auch kein Problem mehr, dass ich sage, ich habe so viel Angst, ich push das nicht, ich traue mich nicht. Sondern ich push eigentlich viel zu viel. Also, ich push ja eigentlich fast alles, was ich höre. Oder den Großteil, wo ich was höre, push ich halt auch einfach. So, wie Fliegen und das Licht, wenn ich irgendwas höre, dann kann ich manchmal einfach nicht anders, was halt auch sehr dumm ist, einfach da reinzurennen. Ah, hier bin ich. Oh, ich bin tot. Hier ist ein bisschen gefährlich. Wenn hier einer spawnt, da unten, man kann hier in die Fenster gehen und von da aus kannst du das hier abnehmen und du kannst von da aus auch hier rüber in die Fenster schießen. Also, lass mich hoch. In die Fenster. Kannst du auch reinschießen. Muss man immer so ein bisschen aufpassen. Gerade am Anfang, dass man nicht da so offen rumsteht. So, hier steppt noch was. Denke mal, das ist auch noch ein Scav. Jo. Oh! Yikesy. Was noch nice ist, ist hier. Hier kann man sich hier durchglitschen, da muss man sich hinlegen. Hier in den Regalen kann überall Metzler spawnen. Hier. Oh, da links hat es geschossen, das ist unten Concordia. Hier hinten liegen Stims. Hier neben dieser Kiste können Stims liegen. Hier ist noch eine Lootkiste, da ist auch noch. Hier ist auch noch ein Stim-Spawn. Hier kann man Ledex finden. Hier habe ich schon ein, zwei Ledex gefunden. Aber wenn ich hier drinnen loote, das mache ich nur, wenn ich einer der ersten bin von der Zeit her, die hier sein können. Weil wenn du da drinnen stuck bist, bist du da drinnen stuck, dann bist du am Arsch. Hier auch Medspawns. Hier kann auch ein Ledex drauf liegen. Machen wir einfach mal die Runde. Muss hier gar nicht looten, was tue ich denn? Also hier sind noch diverse Kisten. Was noch nice ist, hier sind auch Duffelbag. Hier auf dem Tisch kann auch ein Ledex spawnen. Hier ist ein random Med spawn. Da wieder so eine Med-Kiste, kann auch ein Ledex drin spawnen. Da kommt was. Und natürlich die ganzen Aktenschränke. Wenn man irgendwie Keys farmt oder sowas, ne? Der ist hier drin oder da? Der ist hier in dem Ding drin. Was halt noch strong ist, ist hier diese Regale. Hier liegt überall loose Loot drauf. Und wenn ihr wirklich Kohle machen wollt, dann sammelt ihr am besten den ganzen Scheiß an. Also hier Caps, Weapon Parts, Muttern, Schrauben, selbst Streichhölzer kannst du für 13.000, 14.000 verkaufen am Flea. Besonders Muttern und Bolts Caps, so den kleinen Scheiß. Die bringen Kohle ohne Ende. Oh, hier ist noch eine Duffelbag, die kann ziemlich insane sein. Hier oben ist auch noch ein Duffelbag. Hier kann auch noch Sachen drauf spawnen.
Hier muss man ein bisschen aufpassen. Beziehungsweise von hier hat man richtig eklige Peaks in Chicania. Das ist der eine Eingang. Oft kommen Leute von der anderen Seite angelaufen. Die springen dann rüber. Können hier über den Sandsack rüber. Also sie müssen von hier da drauf springen. Und dann können sie von da auf den Sandsack springen und kommen hier rüber. Aber von hier hat man halt auch so einen ekligen Peak hier rüber. Es gibt so ein paar richtig eklige Peaks. Dann kannst du hier noch rüber. Was war das MG? Pass auf, ich weiß jetzt, das MG hat geschossen. Einmal. Da sitzt entweder ein Scav dran, was unwahrscheinlich ist. Ein Spieler, was unwahrscheinlich ist, oder ein Scav. Das heißt, der Spawn an Pinewood. Oh. Pinewood Spawn ist da. Nicht Pinewood, Lexus. Ja, nicht Lexus. Gott, wie heißt das Ding da? Oder da Gebrassel. Concordia. Der Concordia Spawn ist irgendwo da. Und ich weiß, der muss in der Richtung sein. Das MG ist hier vorne an der Baustelle und das zielt nur in die Richtung. Und wenn das MG schießt, dann kann er nur quasi, wo der Sportplatz ist hinten, kann er nur hinschießen. Das heißt, da ist jemand draußen. Und hier ist auch immer gefährlich. Man kann von da drüben, von der Seite, die Seite viel früher hören, weil du hier auf dem Metal läufst. Das heißt, wenn man aufmacht, muss man immer ein bisschen darauf achten, dass hier nicht einer sitzt. So, hier ist auch noch ein fieser, ekliger Peak. Kannst von hier nämlich auch da rein pieken. Muss aber aufpassen, weil aus den verschiedensten Fenstern kann man da beschossen werden. So, hier, ne, hier oben ist... Hier kann Essen, Trinken drauf sein, hier auf dem Ding auch. Hier oben, der Key ist relativ billig eigentlich. Aber ich finde den auch super stark, du hast hier ein Safe drin. PC. Hier sind in dem Regal sind random Spawns. Also ich habe hier schon Wasserfilter gefunden, Netzteile, Motoren. Was ist hier ein Duffelbag? So, man kann hier, tricky, wenn man hier ranläuft, hier runter droppen, ohne viel Krach zu machen. Du kannst von hier auch schnell, wenn dich einer chased oder sowas, rennst du hier oben rein, wenn der auf ist, springst hier runter und kannst halt wegkommen. So, hier, ne, wie gesagt, muss man da aufpassen. Eine Werkzeugkiste, zweite Werkzeugkiste, schwarze Kiste, Waffenkiste, Loose Loot in den Regal links und rechts. Ne, hier überall. Hier auch. Muss man immer ein bisschen gucken. So, hier muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wie Concordia drauf ist. Nicht Concordia, wie Check 15 drauf ist. So, hier ist eine Duffelbag. Was ich auch schon gesehen habe, wo man aufpassen muss. Richtig fieser Spot. Manche Leute setzen sich hier oben auf den LKW. Und aimen von da aus hier rüber. Alles, was versucht, in Check reinzukommen ab. Richtig fieser Engel, bin ich auch einmal dran gestorben. Seitdem gucke ich den immer ab, wenn ich da langlaufen will. Hier ist eine Leiche. Erstmal nachstecken. Ja. So, und danach bist du dann auch reich, Psycho. Wenn du ein bisschen weißt, wie Streets, was hier abgeht. Doubleback. Also ich gehe. Also dadurch. Moin Spears. Dadurch, dass ich die hier ganz viel Moven höre, gehe ich davon aus, dass das Scavs sind. Das heißt, die Scavs haben mit dem MG geschossen auf jemanden, der hinten bei Concordia war. Das heißt, ich gehe hinten raus und versuche jetzt. Oder renn schon hier. Ja, das sind die Scavs. Hier links steht noch einer. Aufpassen, der andere schießt auch. Der ist down. Da hinten läuft noch was. Da. Hier ist wieder der undurchschießbare. Da hinten steht einer.
Den will ich jetzt gar nicht so facen, weil der ist schon auf mich geaggrot. Den zu pieken wäre jetzt dumm, also versuche ich jetzt einfach erstmal wegzulaufen. Aber immerhin aufpassen, ich habe eben ja noch einen gesehen hier, als ich auf den geschossen habe. Dann nicht an der Nate sterben. Gleichzeitig hat hinter uns einer geschrien, also ist hier auch noch irgendwo einer drin. Da habt ihr gesehen, da steht einer und der steht immer noch da hinten. Immer versuchen, im Right Peak zu gehen. Peak zu Peak. So, hier oben kann auch noch einer rumstehen. Muss dann auch ein bisschen aufpassen. So, hier ist das MG, was ich meinte, was sie geschossen hat. Da ist ein toter Skev. So wie er liegt, wurde der aus dem Haus erschossen. Das heißt, der sitzt sogar vielleicht noch da drinnen. So, ich glaube, hier habe ich erstmal eine Skeps down. Erstmal kurz nachladen, ein bisschen. Setz mich dann gerne mal in irgendeine Ecke und lade erstmal nach und höre einfach nur so, was passiert, ey. Die Frames sind ziemlich scheiße bei mir, Spears, teilweise. Greifst du jetzt alles auf? Weiß gar nicht, ob das hier ein guter Peak ist. Mal gucken. Was kann mich hier sehen? Concordia kann. Nicht Concordia, Dings kann ich sehen. Da ist immer noch ein Scav. Metal. Fuck, ich sehe ihn nicht. Tot? Ja, bist tot. Den habe ich getötet, dann hat noch einer hinten geschrien. So, hier gibt es auch so einen Trick, wenn du schnell von hier unten runter musst, du kannst hier runterlaufen. Du kriegst keinen Fallschaden und kannst relativ schnell durchziehen. Hier hinten ist auch noch, das wissen nicht viele. Hier ist eine Granatenkiste und da liegt auch mal ganz oft gute Muni rum. Die Tür kann man aufmachen hier. Auch zwei Jacken, Waffenkiste, Doppelbag. Das ist der Spieler, ich sag doch, der wurde irgendwie. Der ist aber gelootet worden. Hm. Wilde Sache. Was hatte er denn vor? Mit dem Ding einzutöten, ist natürlich auch schon. Was? Okay. Würde ich sagen, ist vollkommen legit. Tank 2 macht sich und Pistole haut ihn um. Also hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch eine Kiste. So, dann kann ich euch oben noch zeigen. Hier braucht man aber einen Key für. Kann sein, dass hier schon einer war. Die Türen sind sonst zu.
Die Türen hier sind sonst auch zu. Die Tür ist auf, das heißt, ein Player war hier. Das war wahrscheinlich der, der den Mate da gelootet hat, oder sein, der Dude, der tot lag. So, ne, hier, aber er hat wahrscheinlich den Raum nicht gelootet. Oh, Hier hinten was. Glas. Ist nur ein Scheiß. Auf Safe hat der Dude das auseinandergebaut, alles, was das hier war. Was ist denn jetzt? Lars, der ist über mir. Der kommt hier runter. Bist jetzt im Strebermodus, Psycho? Ist er hin? Ja. Also hier unten sind auch noch ein paar Kisten, müsst ihr mal gucken. Hydrant, you bastard! Hydrant! Der ist oben. So, dann klippen wir hier nochmal nach. Viel zu viele. Ja, ja, ich weiß, für die plus 30 Scap-Kills. Hält der Show. Guck mal, ob der unten auch gelootet hat. Hat der eine Scav schon wieder M80 to the face getankt? Oh mein Gott, da steht einer. Oh, der war in die Eier. Anfänger XP. So, aber jetzt nochmal. Hier ist nämlich auch so ein Koffer, den ich erzählt habe, wo so viel Zeug drin liegen kann. So. Und das eigentlich Gute hier unten zu looten ist, dieser Raum. Den brauchen wir für eine Quest später.
Rough Streets, das ist der Security, Concordia Security Room oder sowas heißt der. Und hier spawnen ganz viele Weapon Attachments. Für die Quest muss man, ich glaube, hier muss man was rausholen. Hier oben sind auch noch Weapon Attachments, Silencer. Hier unten liegen auch nochmal Weapon Attachments. Hier oben liegen Weapon Attachments. Da unten liegt oft ein Silencer. Und hier hast du noch die zwei PCs. Da und da. Und halt den Safe. Muss ja gleich erstmal einen Arm dran packen. Ich streame nicht im Double Setup. So, ich streame im Single Setup. Aber schön, das heißt ja, dass es gut aussieht. Oder dass es zumindest euch gefällt. Das war mir sehr wichtig, weil ich wollte keinen Stream machen, wo den ich mir selber nicht angucken würde, weil ich ihn scheiße finde. So, ne? Ja, schön. Nice, vielen Dank. Was machen die da oben? Ja, ich glaube auch, Psycho. Gleich ist Block voll. So, ab Minute 36 bzw. 35 können Players Guest spawnen. Das heißt, ab da wird's eklig. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir sind jetzt schon dabei, deswegen hören wir wahrscheinlich auch die ganze Zeit diese Schüsse oben. Was ist denn hier los? Irgendwie gedacht, das könnte ein Player-Scav gewesen sein. Jo, und der hat Loot drin. Wobei, manchmal spawnen auch normale Scavs mit Loot drin. Oh, Psycho, du hast nicht aufgepasst. Oh mein Gott. Das ist aber nicht so gut von dir, Freundchen. Ab Minute 36, 35. Ab da muss man aufpassen. Ab dann sollte man so langsam Richtung Exit gehen. So, ich kann euch hier noch diesen einen Spot zeigen, den ich eben meinte. Wenn die Spawns kann man hier hoch rennen. Hier ist auch eine Duffelbag. Da ist eine Werkzeugkiste. Da ist eine Werkzeugkiste. Hier ist überall Loose Loot, der hier rumliegt. Ne? Da muss man ein bisschen gucken. Da ist eine Werkzeugkiste. Und man kann von hier aus so ein bisschen hier rein aimen. Also wenn hier einer langläuft oder sowas, kann man das hier schön... Up-aimen, so Engels. So, dann gehen wir jetzt wieder runter, laufen mal zum Market. Ich glaube, da müssen wir eh so langsam hin in die Richtung, oder? Ja, Sewer. Dann gehen wir Sewer River raus. Bei dem ganzen Rumgeballer nehme ich aber erst nochmal einen Painkiller. Fighten die jetzt hier? Ne, wo fighten die? Da ist auf jeden Fall was drinne. Ja. Das ist ein Soundbug. Ich hoffe, ich komme noch rüber mit meiner Ausdauer. Falls irgendjemand mal den Taxi-Exit nehmen will, der ist hier. Genau hinter diesem Ding da, muss man da durchlaufen. Das steht dann da. Was schießt denn da? Wo sind die? Das ist der Konvoi, der muss halt übrigens für eine Quest hin. Ich glaube für Peacekeeper.
Ich ja jetzt dann zu bluten, what the fuck? Hier habe ich mal ein Latex gefunden in der Leiche. Kann man mal reingucken. Hier kann man die Scavs so ein bisschen schießen, weil die können irgendwie nicht hier durchschießen. Yes. Aber man, das ist, also man selber schießt hier auch nicht so gut durch. Mal klappt's mal nicht. Wenn ihr den Busch. Oh mein Gott. Wenn ihr einen Busch hört, dann ist der ziemlich safe oben. Weil das ist gebuggt. Man hört oben, wenn man da oben lang geht, hört man einen Busch. Kommt der jetzt hier raus? Ist er jetzt hier oder ist er oben? Ne, hier. Da hat den Busch. Jetzt Metal. Hier kann auch ein Scav oben stehen. Hier ist ein Hidden Stash drunter. Hier an dem Reifen. Hier sind Spawns, also hier ist auch gerade wieder ein Termit. Hier und hier sind Spawns. Genau, hier ist auch ein Spawn. Jetzt wieder unten. Kann ich nicht schießen? Egal, also man kann auch von hier aus die Scavs ganz gut abaimen und man kann von hier aus, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, das. Hallo, Tür. Hier rennt man durch, wenn man von links zur Bank kommt. Dann hatte ich hier schon Fights mit Leuten hier vorne, weil ich kam von hier und wollte zur Bank und die kommen zur Bank und wollten hier durch. Und die haben dann hier gechillt und haben gecampt und haben mich nicht gepusht. Und dann bin ich einfach hier außen rum geflankt. Hier hingerannt. Und dann konnte ich die von hier aus, war nämlich auch Engel auf den Gang, von hier aus, sag mal. So, und jetzt ist der Busch, den ich eben meinte, den man nicht sieht, hier. Also wenn ihr Metal- und Busch-Sound hört, dann ist das hier oben. Hier ist auch noch eine Kiste. Ah, wir können den Market schon looten. Let's go. Hier in den Räumen ist auch immer noch mal guter Loot. Hier drauf. Hier muss man immer gucken. Das sieht man nicht so gut. Also hier liegt was und hier ist ein Spawn. Hier vorne ist ein Spawn. Hier auf der Seite ist eigentlich fast nie was. Was hier interessant ist, ist hier drauf auf den Tisch. Und hier, guck, wieder ein Termit. So, hier muss man mal ein bisschen gucken. Und dann kann man hier weiter zum Market Room. Falls ihr es nicht wisst, das ist der Market Room auf Streets. Das ist nicht Check, das ist der Market Room, ja? Ja, das ist der Key. Der Abandoned Market Room. So, Tür auf. Der ist meistens ziemlich kacke, weil hier nur Waffen rumliegen. Aber der kann auch richtig gut sein. Also der ist so, meh. Kann auch sein, dass du hier zwei Key-Tools rausholst und alles mögliche, ne? Also,
Injector Cases. Okay, Key Tool. So, und jetzt ist hier noch irgendwas. Und das ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich ist das Money. Also irgendwas Kleines, was dann irgendwo hier drauf liegt, auf der Pappe. Oder hier auf der Pappe. Aber hier oben auf dem Kreuz kann auch noch was spawnen. Ich sehe noch eine Waffenkiste. Hier hinten kann auch noch mal Loot spawnen. Wir sagen Abendgeschütz, Sicherheit fliegt was. Danke, Spears. Da muss man mal gucken. Das sieht man hier halt so kacke. So, und dann geht's hier raus. Hier rum. Hier kann was spawnen. Ja, guck, da ist eine Zange. Und hier kann was spawnen. Dann hier. Und hier. Achso, was vielleicht auch noch interessant wäre. Wenn du hier rausläufst. Seht ihr es? Der ploppt erst rein, wenn man drauf zuläuft. Hier liegt ein Safe. Der ist immer auf. Kann jeder looten. Hier rechts kommt noch eine Leiche. Ich kann Sue rausgehen, oder? Jetzt bin ich doch gleich mal durch. Ja. Hier ist die Bank. Hier gegenüber ist so ein Essensgeschäft. Da müsst ihr auch mal rein für die Quest, wo die alle ablaufen müsst. So, hier unten gibt es auch einen Key für. Da war ich jetzt schon ein paar Mal drin, aber ich zeig's euch nochmal. Hier ist eine Jacke, diverse Aktenschränke, ein Safe. Hier oben drauf liegt immer ganz gerne mal Euros und Dollars. Da ist ein zweiter PC. Sonst gibt es hier nichts zu looten. Hier liegen oft Zigaretten und Essen drin. Hier auf dem Tisch kann gutes Essen liegen, aber wichtig ist es in den Fächern. Und hier ist ein Rare Spawn. Im mittleren Fach. Da. Da können Goldketten und Bitcoins spawnen. So, hier, der Raum ist wieder auf. Also der ist, da braucht man keinen Schlüssel. Ich glaube hier oben oder hier unten, hier ist auch ein Rare Spawn drauf. Gibt man gerne mal Goldketten. Hier oben wird drauf ist immer Essen. Hier ist Essen, da ist ein Duffelbag. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Rare Spawn. Hier auch, guck, da ist schon ein Goldchain. Dann ist hier ein PC. Da ist ein PC. Noch ein PC, noch ein PC. Es gibt 5 PCs und ein Duffelbag hier oben. Jetzt hier wieder runter. Und dann würde man jetzt halt zum Ausgang gehen hier. Tour meistens. Da ist auch noch eine Kiste. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich loot die nie, weil ich immer Schiss habe, dass ich von da einen Headshot kriege. Essenskiste. Wo wir gerade mal drüber geredet haben. Ne? Und das hier ist Sewer River. Hier gibt es auch noch einen Scav Extract. Der heißt auch irgendwie Sewer oder sowas. Der ist, wenn man hier reingeht. Darunter muss man als Scav. Ja, nicht, dass du was vergessen hast, Psycho.